Die Bundespolizei. Verantwortlich für die innere Sicherheit Deutschlands. Gegründet 1951 als Bundesgrenzschutz, ist sie untrennbar mit der Teilung Deutschlands und dem Kalten Krieg verbunden. Zwischen Stacheldraht und Terroreinsatz. Eine Linienmaschine der deutschen Lufthansa ist seit dem Nachmittag in der Gewalt von Entführern. Der spektakulärste Einsatz ihrer Eliteeinheit GSG 9, die Befreiung der Landshut. Wenn sie dann in so eine Maschine reinkommen und sehen dann die verängstigten Leute da sitzen, und dann müssen sie halt erstmal auch wieder sagen Hallo. Ja, in dem Falle war ich das wohl auch, der gesagt hat, wir sind aus Deutschland, wir holen euch hier raus. Eine aktuelle Ausstellung an der Gedenkstätte Point Alpha in Rasdorf in der Rhön erzählt von 70 Jahren Bundesgrenzschutz. Der Aufbau dieser Sonderpolizei des Bundes ist der erste Schritt zur Wiederbewaffnung Deutschlands. Streife an der Zonengrenze, um den Schutz des Bundesgebietes zu sichern und eventuelle Veränderungen auf der ostzonalen Seite festzustellen. Franz Mahr war als junger Mann ab 1954 beim Bundesgrenzschutz stationiert an der innerdeutschen Grenze. Seine Erfahrungen dort sind auch Teil der Ausstellung. Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Wir konnten die Menschen noch beobachten, wie sie dann aus den Häusern rausgeholt und weg mit Militärfahrzeugen und auch Hab und Gut wegtransportiert worden sind. Und wenn man dann die Gesichter gesehen hat, das war nicht schön. Das war unangenehm, sowas mit ansehen zu müssen und nicht helfen zu können. Welches Ereignis hat Sie besonders beeindruckt? Das schlimmste Beispiel für uns war die Buchenmühle. Die ist von hier aus gar nicht weit entfernt. Da stand das Wohnhaus auf thüringischer Seite und die Betriebsgebäude auf hessischer Seite. Und da wurde dann plötzlich ein Zaun durchgezogen durch dieses Anwesen. Und dann musste man zugucken, wie auf der anderen Seite das Wohnhaus verfiel. Der Buchenmüller ist zwar immer noch hergegangen und hat versucht, aus dem Haus etwas rauszuholen, aber er wurde dann daran gehindert. Zum Bundesgrenzschutz gehört auch die Spezialeinheit GSG 9. Gegründet, um gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus vorzugehen. Aribert Martin war gerade 21 Jahre alt, als er im Oktober 1977 mit der GSG 9 nach Mogadischu in Somalia aufbrach. Palästinensische Terroristen hatten die Lufthansa-Maschine Landshut entführt und 86 Passagiere aus Deutschland als Geiseln genommen. Wenn wir einen Tag später gekommen wären, wären da einige tot gewesen. Also die hätten das nach den 5 Tagen, glaube ich, nicht mehr körperlich geschafft. Ja. Das war so der letzte Moment, wo also diese Geiselbefreiung wirklich, dann muss man auch mit Demut sagen, glücklich verlaufen ist. Ja. Welche Erinnerungen bewegen Sie bis heute noch? Wir waren natürlich die Helden, in Anführungszeichen. Aber eine Situation, die mich heute noch bis ins Mark verfolgt, das ist kleiner Junge mit 3,5 Jahren, irgendwann während dem Flug zurück, das geht ja 10 Stunden, kam er mit seinem Papa an und dann saß ich da unten und war eigentlich ganz glücklich, dass der Junge so aufgeschlossen ist. Und dann sagt er, da hat es Bumm gemacht, da ist er umgefallen. Und das war die Erschießung von dem Schumann, von dem Piloten. Und das hat mich dann wieder eingeholt. Und dann habe ich im Nachhinein gedacht, Gott, da haben wir doch gut gemacht. Ja, das hat der, also das arme Kind, unschuldig, wäre das da mit in die Luft geflogen. Und dann habe ich gesagt, da haben wir doch einen guten Job gemacht. Ja, also jetzt bin ich jetzt mal nicht so überheblich, aber das hat mich wirklich bis zum heutigen Tage geprägt. Während des 7-minütigen Einsatzes fanden 3 der 4 Geiselnehmer den Tod. Die Geiseln wurden alle befreit, ein GSG-9-Beamter und eine Stewardess wurden verletzt. Wusstet ihr, was damals passiert ist? Schreibt es uns in die Kommentare und abonniert gerne unseren Kanal. Was macht einen guten GSG-9-Beamten aus? Man braucht einfach eine gute Resilienz. Und das ist also, wenn es heißt nicht schießen und du gehst doch, du drückst trotzdem ab, dann ist das eben ein Fehler. Und da musst du halt so viel Konditionen mitbringen, dass du einfach den Finger gerade lässt. Und das ist, glaube ich, das, was die GSG 9 noch ausmacht, dass man sehr, sehr viel gute Leute hat, die eine gute Resilienz haben. Und damit kann man also auch, ich sag mal, Kriege gewinnen.
1980 verlässt Aribert Martin die GSG 9. Die Elitetruppe hat jedes Jahr noch immer durchschnittlich 50 Einsätze. Die ursprüngliche Aufgabe des Bundesgrenzschutzes, die Sicherung der deutschen Grenze, entfällt mit der Wiedervereinigung. Heute ist die Bundespolizei zuständig für 4.517 Kilometer Außengrenze plus Flughäfen, Bahnhöfe und das Meer. Mit über 51.000 Mitarbeitern ist sie die größte Polizeibehörde Deutschlands. Was verbindet ihr mit der Bundespolizei? Schreibt es uns in die Kommentare.